Herzlich willkommen zu Rheinach Aktuell. Damit die Gemeinde ihre Ausgaben und Einnahmen im Griff hat, macht sie jedes Jahr einen detaillierten Jahres- und Entwicklungsplan mit Budget. Im Jahresbericht ist danach zu lesen, wie die geplanten Einnahmen und Ausgaben ausgefallen sind. Für diese Budgetplanung und den Jahresbericht ist die Organisationseinheit Finanzen und Rechnungswesen zuständig. Alle monetären Transaktionen der Gemeinde gehen über den Tisch dieses Teams. Hinzu kommt, dass wir Liquiditätsplanung machen, Liquiditätsfinanzplan. Wir tun immerhin Finanztransaktionen für etwa rund 600 Millionen pro Jahr auslösen und schauen, dass die Gelder termingerecht platziert werden. Dazu haben wir die klassischen Aufgaben, also sei das Hauptbuchhaltung, das ist vor allem Bankenwesen dort dabei. Dann die klassischen Sachen wie Kreditoren, Debitorenbuchhaltung. Vor allem im Debitoren ist schwerpunktmässig im Kassobereich, das ist bei den Steuern. Wir haben etwa 10'500 steuerpflichtige Personen in Rheinach, die wir betreuen. Und bei den übrigen Debitoren ist das Wasser, GGA, Hundegebühren, also die ganze Vielfalt, die da ist. Viel von dieser Arbeit nimmt die Bevölkerung wahrscheinlich gar nicht wahr. Hinter fast jeder alltäglichen Handlung von uns steckt jedoch irgendeine finanzielle Leistung. Von der Benutzung der Gemeindestraßen über die Schulinfrastruktur bis zu den Freizeitanlagen. Es ist fast selbstverständlich, dass man einfach die Strassen benutzen und am Morgen, dass einfach Wasser rauskommt. Aber alle die Leitungsnetze und so weiter, das wird auch buchhalterisch natürlich dann erfasst. Wenn man damit Liegenschaften oder wenn man bauen, also Bauvergabe, Bauverwaltung und so weiter. Und das hat alles finanzielle Sachen, die wir dann in der Rechnung und im Budget niederlegen. Der direkte Kontakt mit der Bevölkerung findet vor allem im Bereich der Steuern statt. Die Mitarbeitenden im Bereich Finanzen und Rechnungswesen erteilen telefonische Auskünfte und sind auch für persönliche Gespräche verfügbar. Mit diesen 10'500 steuerpflichtigen Personen, da rufen sehr viele am Tag an und möchten gerne Auskunft haben, wie sie die Steuern können zahlen, was der aktuelle Stand ist, vielleicht auch, ob sie eine Stundung dürfen haben. Und am Morgen haben wir auch noch einen Schalter offen. Es gibt auch noch sehr viele Leute, die immer noch vorbeikommen, die Steuerrechnungen auch Bargeld, also Cash zahlen. Das sechsköpfige Team ist mit der Finanzabteilung eines privaten Unternehmens zu vergleichen und arbeitet nach internationalen Standards. Dennoch gibt es in einer Gemeindeverwaltung einige Besonderheiten. Was wirklich sehr spezifisch für Gemeinde ist, oder was vielleicht Differenzierung ist, ist, dass das Budget und der Rechnungsprozess sehr lang dauert, und zwar fast je ein halbes Jahr. Also man ist das ganze Jahr beschäftigt, entweder mit dem Budget oder mit der Rechnung. Und das halt einfach, weil die Rechnung schlussendlich, oder auch beim Budget vor allem, ist ja auch der Einwohnerrat verantwortlich. Und da muss es halt durch alle Instanzen durchgehen. Zuerst Geschäftsleitung, dann Gemeinderat, meistens in 2-3 Lesungen. Und dann geht es an die Einwohnerkommissionen und dann wird es am Schluss im Einwohnerrat behandelt. Im Hinblick auf Themen wie die Schulraumentwicklung oder die Pensionskasse wird auch die längerfristige Finanzplanung wichtig. In den nächsten Jahren stehen in diesen Bereichen große Investitionen an. In den nächsten, kann man so sagen, fast 10 Jahren sollten wir etwa 140 Millionen stemmen. Und das gilt auch für uns eben in der Finanzabteilung, zu überlegen, was für Varianten es gibt, wie sieht die Geldaufnahme auf, den ganzen Finanzierungsbereich. Wie können wir gewisse Synergien nutzen? Können wir gewisse Landverkäufe machen? Also es hat sehr viele Fragestellungen, die hier dahinter sind. Die Arbeit wird dem Bereich Finanzen und Rechnungswesen bestimmt nicht ausgehen. Seit dem 12. August ist Rheinach wieder ganz offen. Der Kreisel ist gebaut, der Elfer hat seine Fahrt wieder aufgenommen und der Verkehr fließt wie vor der Intensivbauphase. Einzig der Übergang Schönbachstraße bleibt noch bis Mitte September geschlossen. Die BLT, der Kanton und die Gemeinde bedanken sich mit einem gut besuchten Apéro für die Geduld und das Verständnis der Bevölkerung. Nun gehen die normalen Bauarbeiten entlang den Randbereichen der Hauptstraße weiter. Die Läden im Ortskern sind aber immer für Sie offen und freuen sich auf Ihren Besuch.
Immer mehr Eltern verlassen sich heute auf familienexterne Organisationen für die Betreuung ihrer Kinder. In Rheinach kümmert sich der Verein für familienergänzende Betreuungsangebote, kurz FEB, um solche Betreuungsplätze. Von unserem Verein aus gibt es Betreuung bei Tagesmüttern, in Tagesfamilien und im Tagesheim Kakadu. Also wir haben zwei Vermittlerinnen, die die Vermittlung bei Tagesfamilien machen. Also bei uns kommen Telefone rein von Eltern, die gerne ihr Kind möchten betreut haben. Und wir schauen dann, was für Tagesfamilien wir im Angebot hätten und vermitteln die Tagesfamilien den Eltern. Den Bedarf klären die Vermittlerinnen jeweils individuell ab und suchen das passende Angebot. Randzeiten werden eher von Tagesfamilien abgedeckt. Das Tagesheim ist auf längere Betreuungszeiten ausgerichtet. Geöffnet ist das Tagi Kakadu von 6.30 Uhr bis 18.15 Uhr. Es ist möglich, dass man halt nur den Vormittag bucht. Es ist möglich, dass man den Vormittag mit Mittagessen bucht oder den ganzen Tag. Es kommt einfach darauf an, wie die Eltern halt arbeiten. Und so ein Tagesablauf, die kommen am Morgen zu uns, die gehen bei uns zum Morgenessen, dann die wir spielen mit den Kindern, am 9 Uhr gibt es 9 Uhr, dann gehen wir oft fort mit den Kindern, wir bekommen das Mittagessen vom WBZ, das ist Catering, und am Nachmittag sind die schlafen, wir können Mittag schlafen und am Nachmittag tun wir auch wieder Sachen mit den Kindern unternehmen. Und so um 5:30 ungefähr werden sie wieder abgeholt. Im Tagesheim werden Kinder ab 3 Monaten bis zur Einschulung aufgenommen. Zurzeit teilen sich 50 Kinder die 34 Vollzeitplätze. Die 3 Gruppen sind an 2 Standorten untergebracht, am Wiedenweg 7 und an der Schulgasse 11. Der Verein FEB schaut darauf, dass die Kinder in guten Händen sind. Zum einen ist es so, dass wir vom Kanton geprüft werden. Also jetzt Tage zum Beispiel, dort geht regelmässig jemand vom Kanton vorbei und schaut, wie das dort dann abläuft. Bei den Tagesmüttern ist es so, dass sie einen Kurs besuchen müssen, wo sie so Grundvoraussetzungen auch lernen und mitteilt bekommen. Sie müssen auch einen Nothelferkurs machen. Wir haben jährliche Gespräche mit den Tagesmüttern, wo wir dann zu den Tagesmüttern heimgehen und mal wieder schauen, wie ist es bei ihnen. Was haben wir für einen Eindruck? Die beiden Angebote stoßen auf gute Resonanz. Die Nachfrage nach familienergänzender Betreuung in Rheinach ist vor allem im Tagesheim groß. Also in Rheinach haben wir grundsätzlich zu wenig Platz. Wir haben eine lange Warteliste. Wir sollten an und für sich 50 Plätze haben. Da haben wir eine Studie gemacht, dass es 50 Plätze braucht. Eine schriftliche Anmeldung ist aber trotz Warteliste wichtig. Von der familienergänzenden Betreuung profitieren nicht nur die Eltern, sondern vor allem auch die Kinder. Also die familienergänzende Betreuung ist sicher für die Eltern, die das brauchen, eine Erleichterung, dass sie wissen, dass ihr Kind nicht mehr gut betreut wird. In der Zeit, in der sie arbeiten müssen. Und für die Kinder ist es eine Chance, dass sie mit anderen Kindern können zusammen aufwachsen. Also im Normalfall, jetzt im Tag sowieso, dort hat es immer andere Kinder dabei. Und Tagesfamilien haben mit wenigen Ausnahmen eigene Kinder oder dann auch andere Tageskinder. Und dann läuft immer irgendetwas. Und das ist eine Chance für Kinder, dass sie halt etwas anderes auch lernen können, oder? Wenn Sie sich weiter informieren wollen oder Interesse haben, als Tagesfamilie ein Kind aufzunehmen, dann finden Sie alle Angaben auf der eingeblendeten Homepage. So viel von der Gemeindeverwaltung. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, machen Sie's gut und auf Wiedersehen.